Hallo, heute reden wir über die Industriemeister-Basisqualifikation in dem Prüfungsfach NTG und wir wollen heute ein paar grundsätzliche Gedanken anstellen, die für die mündliche Prüfung des obigen Prüfungsfaches wichtig sind. Zunächst mal ist es ja für einen selber nicht unbedingt so positiv, dass man feststellt, ups, 50% in dem Fach NTG habe ich nicht geschafft. Aber die Umstände, die teilweise auch aus der Fragestellung der Prüfungsaufgaben heraus resultieren, na, die bringen den einen oder anderen schon sehr wohl in den Genuss, diese mündliche Prüfung auch für sich, die er sich auch zweifelsfrei den Prüfungsregularien entsprechend erworben hat, dann zur Anwendung zu bringen.